Heute stelle ich euch drei Top-Dividendenaktien aus den Niederlanden vor und das Besondere bei allen drei Aktien ist, dass sie alle eine Marktkapitalisierung von unter 1 Milliarde Euro haben, also sehr unbekannt sind, aber gleichzeitig Dividendenrenditen von bis zu 10,5%. Und wir starten auch gleich mit der ersten, das ist 4Farmers mit einer Dividendenrendite von 7,0%. Und 4Farmers ist hier wirklich in einer sehr, sehr interessanten Branche für Value-Investoren tätig, denn sie betreiben eigentlich ein eher, ja, ich sage fast langweiliges Geschäft. Sie sind in der Futtermittelindustrie tätig. Sie bekommen Rohmaterialien, also Gerste, Getreide und so weiter, verarbeiten das Ganze dann zu Tierfuttermitteln. Dann werden sie natürlich auch die ganze Verpackung machen und liefern das dann eben an die Landwirte, die wiederum eben die Tierfutter verwenden für ihre Kühe, Rinder, Hühner und so weiter. Also eine Branche, die immer benötigt wird, die auch in 10, 20 Jahren noch benötigt wird, aber natürlich im Vergleich zu KI, zu Big Data Branchen viel langweiliger, aber dadurch auch oft eben viel interessanter. Und wir sehen hier mal einen Überblick über die aktuellen Kennzahlen. Sie haben hier insgesamt ein Volumen von 9 Millionen Tonnen an Tierfuttermittel, die sie hier herstellen. Gleichzeitig haben sie 35 Produktionsanlagen. Sie beliefern über 26.000 Landwirte, haben 2.500 Mitarbeiter und sind nicht nur eben in den Niederlanden tätig, sondern auch in Belgien, in Deutschland, in Polen und auch in England. Und wenn wir jetzt mal bei den Aktienkurs reinschauen, sehen wir, dass er vom Hoch hier 2018 bis jetzt, ja eben 2023, um insgesamt 75% eingebrochen ist. Ja, das KGV ist jetzt nur noch bei 14, die Dividendenrendite eben bei 7% und die Marktkapitalisierung bei 280 Millionen Euro. Wie gesagt, ein eher kleines Unternehmen, aber eben mit einer super Branche, in der sie tätig sind. Und wenn wir hier mal die längerfristige Entwicklung der Finanzzahlen anschauen, sehen wir, dass der Umsatz von 2,4 Milliarden Euro auf 3,3 Milliarden Euro gesteigert werden konnte. Das hat aber auch als Grund noch, dass sie hier Übernahmen getätigt haben. Von den 3,3 Milliarden Euro, aber 2022 schaffen sie leider nur 18 Millionen Euro in den Nettogewinn. Sie haben also sehr, sehr niedrige Nettomargen. Allerdings waren die auch schon mal höher. Hier waren es 2018 58 Millionen Euro. Und wenn man jetzt schafft, nicht irgendwie ein halbes Prozent an Nettomarge wie aktuell, sondern vielleicht 2-3% Nettomarge, was durchaus realistisch sein kann, dann wird der Gewinn hier natürlich gleich vervielfacht. Und wenn man einen Gewinn von 60-70 Millionen Euro schafft, bei einer Marktkapitalisierung von 80 Millionen Euro in etwa, dann hat man hier ein KGV von unter 5 auf einmal. Und die Dividende wird eben auch immer ausgeschüttet, aktuell eben die 20 Cent, waren aber auch hier schon mal 30 Cent. Und wenn der Gewinn wieder steigen sollte, wird natürlich auch die Dividende steigen. Und wenn man dann noch in die Bilanz kurz reinschauen, sehen wir, dass dann 4Farmers auch noch Verbindlichkeiten hat, Finanzverbindlichkeiten, hier 118 Millionen an langfristigen, dann nochmal 42 Millionen an kurzfristigen, dem gegenüber steht ein bisschen Cash, auch 68 Millionen. Das heißt, sie haben hier in etwa 100 Millionen nochmal an Finanzverbindlichkeiten. Wenn wir die dann oben drauf rechnen auf die 280 Millionen Marktkapitalisierung, sind wir eben bei 380 Millionen Euro. Aber auch hier, wenn sie schaffen, die Nettomargen wieder zu steigern, hat man immer noch ein KGV von 5, 6, je nachdem, wie gut sie eben das Ganze hier bewerkstelligen. Also durchaus ein interessantes Unternehmen und deswegen auch auf meiner Watchlist, was ich weiterhin sehr stark beobachte. Aber das alles natürlich keine Anlageberatung, keine Anlageempfehlung, sondern nur meine persönliche Meinung. Und dann kommen wir auch gleich zum zweiten Unternehmen, PostNL. Von dem Unternehmen haben wahrscheinlich auch die meisten von euch noch gar nichts gehört. Natürlich ist eben klar, dass die Niederlande auch eine Post hat, aber die Aktiengesellschaft haben wahrscheinlich noch nicht so viel analysiert und die haben eine Dividendenrendite von 10,6%. Also doch etwas, was man sich mal hier genauer anschauen kann oder vielleicht auch muss. Und was die Post macht, ist natürlich ganz klar, deswegen nur ganz kurz. Zum einen werden natürlich Briefe, die versendet werden, über die niederländische Post versendet, aber auch Pakete. Also auch hier das Geschäftsmodell eigentlich aus dem Namen her schon klar. Und deswegen auch gleich weiter hier zum Aktienkurs. Und hier sehen wir, dass seit 2007 bis heute, also in gut 15 Jahren, der Aktienkurs von 15 Euro auf 1,50 Euro zurückging. Das ist ein Minus von 90% in diesem Zeitraum und damit natürlich ein enormer Einbruch. Gleichzeitig hat man natürlich noch Dividenden bekommen, das hat ein bisschen wenigstens gemindert den Abfall, aber insgesamt natürlich eine sehr schlechte Performance.
Die Marktkapitalisierung läuft sich jetzt auf 750 Millionen Euro und die Dividendenrendite, wie gesagt, bei 10,5%. Und wenn wir hier mal die Performance in dem Jahr 2022 anschauen, wir sehen der Umsatz bei 3,1 Milliarden Euro. Das ist ein Rückgang um 9% im Jahresvergleich. Der Free Cashflow 40 Millionen Euro, also etwa ja, ein gutes Prozent an Free Cashflow-Marge. Auch der ist zurückgegangen, 86%. Man hat noch Finanzverbindlichkeiten, Nettofinanzverbindlichkeiten ja, von knapp einer halben Milliarden Euro. Man hat zwar eben 556 Millionen Euro an Cash, aber eben viel höhere Finanzverbindlichkeiten. Deswegen kommen wir hier auf das negative Netto-Cash. Und wir sehen auch das Paketvolumen, was sie hier an Pakete versendet haben, ist um 10% zurückgegangen. Das Briefvolumen, also Briefversendungen, sind hier auch um 8% zurückgegangen. Das heißt, 2022 war hier deutlich schlechter als im Vorjahr. Und auch wenn wir uns den Ausblick mal 2023 anschauen, soll der Free Cashflow zwischen 10 und 40 Millionen Euro liegen. Und selbst wenn wir hier im oberen Rand sind, also bei 40 Millionen Euro, haben wir hier, wenn wir noch das negative Netto-Cash mit draufrechnen auf die Marktkapitalisierung, sind wir so bei 1,2 Milliarden Euro und dann 40 Millionen Free Cashflow. Das ist ein Kurs-Free Cashflow-Verhältnis von 30. Also alles andere als günstig. Gleichzeitig aber natürlich noch teurer, wenn hier nicht die 40 Millionen erreicht werden, sondern eher die 10. Aber auch hier die Niederländische Post kann man trotzdem weiter beobachten, denn sie haben schon gezeigt, dass sie deutlich höhere Margen schaffen können. Und dann kann es auch ganz schnell wieder sehr interessant zum Investieren werden. Deswegen auch hier durchaus auf meiner Watchlist. Und als drittes haben wir dann Acomo. Das ist schon wieder deutlich interessanter, auch zum aktuellen Zeitpunkt für mich. Sie haben zwar nur in Anführungszeichen eine Dividendenrendite von 5,7%. Das ist immer noch sehr, sehr hoch. Nur eben im Vergleich zu den anderen beiden. Aber auch hier die Branche ist sehr, sehr interessant. Sie sind hier im Handel von Gewürzen und einigen anderen Sachen tätig, wie wir gleich sehen werden. Das sind Produkte, die auch wir im Alltag immer benötigen, die wir weiterhin kaufen, egal ob gerade mal eine Rezession ist oder nicht. Und sie haben hier eben dann etwa 30% des Umsatzes durch Gewürze und Nüsse. Sie haben 19% des Umsatzes an essbaren Samen. Dann auch 38% der größte Bereich hier an Bioprodukten und noch 10% des Umsatzes kommen aus dem Handel oder Verkauf von Tee. Und auch hier ist man nicht nur einfach in den Niederlanden tätig, man ist hier in 100 Ländern weltweit tätig. Natürlich gehören auch hier die Länder dazu, in denen man nur einkauft, die Produkte, aber man hat insgesamt über 600 Produkte, die man eben dann vertreibt. Und auch hier können wir uns mal die Entwicklung anschauen. Wir sehen, dass der Umsatz in den Jahren 2018 bis 2020 ganz leicht immer angestiegen ist, von 700 auf 707 Millionen Euro. Danach gab es einen größeren Sprung, das hat mit der Übernahme zu tun, aber von 2021 auf 2022 ging es auch nochmal um in etwa 10% nach oben auf insgesamt jetzt 1,4 Milliarden Euro. Auch das Eigenkapital, die Aktie steigt immer weiter an auf inzwischen 14 Euro. Die Eigenkapitalquote mit 48% auch relativ hoch und der Gewinn je Aktie eben auch seit der Übernahme nochmal deutlich höher. Und hier ist man bei 2,07 € je Aktie, was beim aktuellen Aktienkurs eben von etwa 22 Euro ein KGV von 11, 12 in etwa beträgt. Und das klingt erstmal für ein so ein Unternehmen sehr, sehr günstig. Eben die Dividendenrendite hat man noch zusätzlich. Auch der Chart sieht seit Jahrzehnten sehr schön aus, immer weiter nach oben. Aber auch hier gibt es natürlich immer wieder Abstürze seit dem Hoch. Hier 2017 ging es bis zum Corona-Crash insgesamt um 50% nach unten, seitdem aber auch wieder 50% nach oben. Und wenn wir hier mal in die Bilanz noch reinschauen, wir haben hier auch noch Finanzverbindlichkeiten in Höhe von 120 Millionen Euro, hier nochmal von 160 Millionen Euro. Gleichzeitig kaum Cash, aber dafür einen sehr hohen Lagerbestand im Inventories bei 385 Millionen Euro. Und das sieht man eben, dass sie die Produkte, die sie erstmal einkaufen, durch Fremdkapital mitfinanzieren. Und dann, wenn sie eben die Produkte verkaufen, bekommen sie das Geld wieder rein. Also auch hier durchaus sinnvoll, dieses Geschäftsmodell. Aber natürlich sollte man die Finanzverbindlichkeiten nicht aus den Augen lassen. Und bei einer Marktkapitalisierung von 650 Millionen Euro, und selbst wenn wir hier noch ein bisschen das negative Netto-Cash mit draufrechnen, kommen wir hier vielleicht auf ein bereinigtes KGV von 15, 14, was eben in dieser Branche für mich jetzt nicht zu teuer ist. Also durchaus ein interessantes Unternehmen. Und wenn euch noch andere Dividendenaktien interessieren, habe ich hier in dem Video schon mal Top 3 Dividendenaktien aus dem S&P 500 angeschaut. Auf jeden Fall sehr, sehr interessant, auch mit sehr hohen Dividendenrenditen. Schaut euch das unbedingt an und dann bis zum nächsten Mal beim Aktienprofi.